Gut 20 Jahre ist es her und nun wird der Wildschutz von Lortzing an diesem Samstag im Theater Hagen erneut im Großen Haus präsentiert. Begeistert sind sie alle, die im Hintergrund für die Vorbereitungen zuständig sind. Florian Ludwig liegt Lortzing sehr, er mag dessen schwungvolle, lebendige Musik. Ja, Florian Ludwig, Lortzing haben wir gerade gehört in der Pressekonferenz, ihr absoluter Liebling und demzufolge natürlich auch das, was Sie mit sehr viel Freude hier machen, ne? Ja, also absoluter Liebling, das ist immer so hart gesagt. Das darf man auch als Generalmusikdirektor nicht. Naja, nee, dann würde ich ja alle anderen Komponisten nicht mögen. Nein, nein, nein. Also Lortzing ist ein Komponist, dem ich mich sehr nahe fühle, weil ich einfach die Musik sehr, sehr gerne mag. Ihn in letzter Zeit auch sehr unterschätzt finde, weil er einfach viel weniger gespielt wird als noch zum Beispiel vor 20 Jahren. Und dem möchte ich natürlich Abhilfe schaffen, weil ich finde, gerade für diese Stadttheater wie Hagen ist Lortzing ein absolut unverzichtbarer Repertoirebestandteil. Und ich finde eben auch ganz wichtig, dass die deutschen Spielopern auf den Spielplänen bleiben, weil sie eben einen wunderbaren Blick auch in unsere Geschichte erlauben, der aber unglaublich lebendig ist. Also das, was da auf der Bühne passiert und was da dargestellt wird, das ist schon sehr witzig und auch vom Humor her absolut heutig verstehbar. Mhm. Jetzt sind da auch, habe ich gerade gehört, Chöre genügend auf der Bühne, auch Kinderchor und so. Ja. Und dazu das Ensemble, das ist ja dann auch schon, bis das eingespielt ist, auch eine ganz schöne Leistung, nicht? Ja, das dauert und Sie können sich vorstellen, dass gerade in einer Zeit, in der die Grippe wütet, das bei uns nicht einfacher ist. Also manchmal muss man dann auch auf Lücke proben, aber da bleibt einem nichts anderes übrig, denn der Terminplan ist da. Ich denke, dass man das in keinem Beruf so schmerzlich spürt, wenn jemand krank ist, weil wir einfach einen ganz eng gestrickten Zeitplan haben und wir können nicht einfach Leute ersetzen, sondern wir müssen tatsächlich mit den Gegebenheiten so leben und das macht es natürlich nicht gerade einfach, aber wir sind auf einem guten Weg. Und zu Lortzing nochmal, ein Komponist, der durchaus ein Großmeister ist, aber verkannt. Ja, also der Begriff Großmeister, das klingt dann immer so nach Schach. Ja, okay. Aber ich denke, Lortzing ist jemand, der sehr unterschätzt ist. Also ich halte den handwerklich für einen absolut genialen Komponisten, der genau wusste, wie die Bühne funktioniert und der eben auch für die kompositorische Entwicklung, also beziehungsweise für die musikgeschichtliche Entwicklung, eine große Bedeutung hat, die heute immer noch nicht gesehen wird. Das ist jemand, der auch musikalisch noch überhaupt nicht genug analysiert worden ist von der Musikwissenschaft. Finde ich auch ein ganz lohnenswertes Feld. Da könnte man viel mehr noch untersuchen. Für mich jemand, der ein Bindeglied zwischen ganz vielen Dingen darstellt, zwischen der Zauberflöte und der Operette, genauso wie zwischen den Stücken wie Freischütz und Richard Wagner, also der ein absoluter Vorläufer von Meistersinger genannt werden kann auch. Also ich denke, da ist noch viel zu erarbeiten über Lortzing und das Beste, was man tun kann, ist seine Stücke zu spielen. Und das Ganze wird dann schön, farbig, lebendig. Wie immer bei uns wird das schön farbig und lebendig und ich denke, die Leute werden gut gelaunt das Opernhaus verlassen.